Hallo, grüß dich. Ich bin der Christian Bircher, Küchenchef im Apfelhotel Dorklerhof. Und ich koche mit Enkheim geschmorte rote Beete, ein Sud von der Donna Madonna Zwiebel und der Schwarzbrotcrumb. Grüß dich. Ich bin Ingrid Mocatti, Küchenchefin des Gasthofs zum Hirschen-Cervo-Restaurant in unserer liebe Frau im Walde am Deutschen Onsberg. Heute koche ich für euch die Fichtenkabeletti mit Frischkäsefülle vom Radnockerhof, Mortandella-Chips, Trentingrana-Fonduta. Hallo, grüß dich. Mein Name ist Christian Bircher von Dorfer. Ich bin heute bei mir hier im Apfelhotel Dorklerhof. Ich bin da für die Kochel verantwortlich und jetzt schauen wir Sprung rein. Wir sind ja eine große Familie, deswegen haben wir viele Familienmitglieder, die sich auch um die Gäste kümmern können. Der Martin, mein Schwager zum Beispiel, der ist im Service. Der Johannes, sein Bruder, genauso. Die Maria, meine Freundin und Mama von den zwei Kinder, macht das ganze Marketing, die Rezeption und ich bin in der Küche. Das Restaurant spielt bei uns auch eine große Rolle. Wir bieten für viele Leute einfach ja, ein Restaurant. Ich meine, da kommen, ich sage mal, 100 Leute, 120 Leute pro Tag in einem Restaurant, so circa. Wir haben jetzt einen Kleinhard, weiter talleinwärts noch einen großen Garten, also der ein bisschen eine größere Rolle spielt in der Produktion. Aber uns war es allem wichtig, dass wir einen Garten auch vor dem Restaurant haben, dass die Leute einfach sehen, was wir tun, dass uns das wichtig ist, dass uns das am Herzen liegt. Und ja, ein Garten ist einfach ein schöner Ort. Die Leute schauen alle gerne zu. Und ja, es ist produktiv für uns. Die Kirche kennen mal, wenn was ausgeht, man ist halt schnell und flink und kann sich Sachen schnell organisieren, weil sie vor der Haustür wachsen. Ja, uns geht es ein bisschen darum, dass wir aus der roten Beete mehr machen können wie einen Runensalat. Wir wollen dem Produkt oder dem Gemüse wieder mehr Wertigkeit geben. Aber auch das Thema, wir haben ja in deinem Rezept die rote Beete, die Zwiebel und das Wahlbrot. Da geht es um drei Produkte und dass man aus drei Produkten ein ganz einfaches, aber dicht durch Aromen diverses Gericht machen kann, das ist einfach spannend. Dass man gesagt mit Kochzeiten, mit Temperaturen, mit verschiedenen Techniken, genau. Also, ja, um was geht es bei dem Gericht? Dass man die Einfachheit der Zutaten, die rote Beete, die Zwiebel, das Bärlbrot, was halt das ins dagegen kommt, dass man das mit verschiedenen Techniken, mit verschiedenen Temperaturen, mit denen wir arbeiten, einfach ja, aus den Sachen ein ganz spannendes Gericht machen können. So, jetzt sind wir hier in Gustelier und jetzt kochen wir miteinander die rote Beete. Wir nehmen am besten Handschuhe dazu, damit wir nicht alleweil danach rote Hände haben. Wir schälen die jetzt als erstes. Wir haben jetzt ein bisschen größere rote Beete ausgesucht, weil das für das Gericht danach, wenn wir die schneiden auf dem Gemüsehobel, einfach ja, für die Portionsgröße erschienen ist und sie lassen sich leichter schneiden. Also warum habe ich das Gericht ausgesucht? Also was ich ganz toll an dem Gericht finde, ist, ja, dass es erstens vegetarisch ist, das Gemüse wieder ein bisschen in den Vordergrund gerückt wird. Es sind 5 Zutaten, die wir hier verkochen. Ich finde das ganz spannend, weil wir einfach im Produkt wieder mehr Wertigkeit geben. Wir haben die rote Beete, die Zwiebel, den Sauerrahm, das Schwarzbrot danach und ein paar Kräutersalatel drauf. Und ja, wir den leider durchs Kochen dem ganzen Gericht einen Haufen Wertigkeit geben. Wir verändern nicht viel an die Geschmäcker. Und ich glaube, das soll ein bisschen ja, der Sinn der ganzen Sache sein, dass wir die Produkte so belassen, wie sie sein. Und ja, wir lassen die Produkte so, wie sie sein. Und den Geschmack wollen wir danach auf dem Teller haben. Also das ist in seinem Betrieb einfach ganz wichtig, dass wir das so machen. Na, die Schulden kommen, wenn man mag, auf Seite geben, beim Schmoren dazugeben oder durch einen Saft erlassen, kann man sie auch noch weiter verwenden und sonst kann man sie sehr gerne auf Kompost schmeißen.
Jetzt haben wir da ein Gerät, das sicherlich nicht jeder Haushalt daheim hat. Um was es da geht, wir den die rote Beete auf dem Gerät einspannen und wir können dann noch ganz viele dünne Scheiben an einem Stück ausschneiden. Man muss das daheim nicht machen, man kann die rote Beete auch im Ganzen schmoren. Was da der Unterschied vielleicht ist, wenn ich im Ganzen schmore, das Mundgefühl, was man da noch hat. Aber ich zeige euch das jetzt am besten einmal. Wir schneiden die. Okay. Jetzt, wie ihr seht, kommen da ganz lange Scheiben raus. Ich lege die jetzt derweil einmal auf Seite, weil wir danach die zu einer ganz langen Rolle wieder zusammendrehen. Jetzt machen wir noch die nächste. So, voilà. Jetzt haben wir die rote Beete in die langen Streifen geschnitten. Wir legen die jetzt einmal der Länge nach aus. Und was da dabei wichtig ist, dass es einfach ganz klein gerollt ist, weil es danach beim Schmoren einfach ganz locker wird wieder und ja, sonst zerfällt den Salz und wir werden sein Leben nicht haben. Wie gesagt, da probieren wir ein bisschen eine schöne Rolle zusammenzukriegen, dass es ein bisschen parallel nach oben rollt. Jetzt schneiden wir uns ein Stück Spagat da, umwickeln das einmal. So, wenn ihr vielleicht eine helfende Hand habt, die einfach mal den Daumen drauf hat oder den Finger drauf hat, kann man den Knopf ein bisschen fester machen, aber geht dann nur normal auch. So, jetzt machen wir uns kurz ein bisschen sauber. Dann nehmen wir uns einen kleinen Topf, der nicht allzu groß ist, damit die Rollen schön kompakt im Topf drin stehen. Also desto kompakter sie im Topf sein, desto weniger können sie zerfallen. Und ja, beim Schmoren, die haben wir uns dann leichter. Wir übergießen die rote Beete circa bis zur Hälfte mit rote Beetesaft. Wir geben nichts dazu, kein Salz, kein Pfeffer, kein gar nichts. Also wie gesagt, das reine Produkt, rote Beete mit rote Beetesaft. Also ohne Zutat. Wir bringen das jetzt zum Kochen. Kochen das eine halbe Stunde, wenden die rote Beete dann einmal, kochen es eine weitere halbe Stunde. Dann schauen wir jetzt die rote Beete an, wenden sie ein weiteres Mal, bis der Saft wirklich inreduziert ist, dass es so leicht honigartig wird. Und ja, was auch ganz toll ist bei dem Gericht, man kann es wirklich bis zum Schluss ganz fest schmoren, dass die rote Beete komplett verkocht ist. Oder wir lassen es ein bisschen knackiger, frischer. Kann man je nach Jahreszeit anpassen. Im Frühling vielleicht oder im Sommer, wenn man ein bisschen mehr Frische mag, lassen wir sie knackig. Ändert das Mundgefühl, schmoren wir sie komplett weg, dass sie richtig weich ist. Entsteht auch wieder ein anderes Mundgefühl, ist vielleicht ein bisschen fülliger, im Geschmack intensiver. Ja, kann man zu jeder Zeit verwenden. Ich darf das jetzt nicht mal als meine Küche bezeichnen, weil ich ja viele Leute in der Küche habe, die mit mir und mit denen miteinander arbeiten. Ich würde es aber eher so umschreiben, ich bin der, der die Mannschaft ein bisschen zusammentrommelt und das Team bildet. Und danach muss ich schon sagen, versuche mir alle zusammen kreativ zu sein, miteinander eine Geschichte zu schreiben und zu entwickeln. Genau das ist ein bisschen die Art und Weise, so wie wir arbeiten. Also. Warum ist Arbeiten mit jungen Leuten mir so wichtig, weil ich selber noch jung bin, weil sie motiviert sein. Es macht einfach voll Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, weil es, glaube ich, auch schwierig ist, oft einen gewissen Respekt voreinander zu finden, wenn der Altersunterschied zu groß ist. Und ja, es geht ein bisschen um die Hetze, weil man einfach eine Hetze anmelden in der Küche. Das ist ganz wichtig. Gehört dazu. Macht den Beruf langlebig und spannend.
Ich habe in Meran im Palace gelernt, aber danach die meiste Erfahrung im Ausland dann gesammelt. Gegangen, aber wieder gekommen. Das ist auch ganz wichtig. Eigentlich entstehen Gerichte allein im Kopf. Effektiv wird es dann oft einmal probiert und dann kommt es aufs Teller. Es ist viel Arbeit dahinter. Also meistens sieht man die Arbeit nicht einmal, aber da ist viel Arbeit dahinter. So, voilà. Jetzt sage ich, wir haben jetzt einen Zwiebelsud herstellen. Also ganz wichtig, unbehandelte Zwiebel, weil wir die Schale auch verkochen danach. Wir geben die auf ein Blech, geben sie danach ca. für 2 Stunden bei 180 bis 200 Grad in den Ofen. Da braucht ihr euch keine Sorgen wegen der Zeit machen. Der Zwiebel wird ein paar schwarze Stellen kriegen, das ist aber gar nicht schlimm. Wir tun die danach weg, wenn wir den Sud weiterkochen. Und genau, jetzt geben wir die mal in den Ofen. So, jetzt haben wir hier eine Zwiebel, der im Ofen war. Dann nehmen wir jetzt raus und wie man das sieht, da sind ein paar schwarze Stellen dabei. Die entfernen wir einfach, weil die wirklich danach eine ganz bittere Note geben und die will man komplett vermeiden soll. Also da kannst du mit dem Messer ein bisschen einfach so ekeler anschneiden. Wir zerrupfen den und geben den samt der Schale in den Topf rein. Ich sage, da ist ein bisschen Fitzelarbeit, aber wenn man da nicht hakel ist, dann hat man wirklich den ganzen Sud danach kaputt und man kann es wirklich gar nicht essen. Also da komplett die schwarzen Sachen entfernen. Was genauso toll ist an dem Gericht, also hell ist doch vielleicht oft weniger oder genauso interessant, der Wareneinsatz von so einem Gericht. Also, wir reden von roten Beete, die wir selber im Garten haben, von einem Zwiebel. Das kostet alles nicht viel Geld. Und wie gesagt, wenn man das dann probiert, es ergibt einfach einen grandiosen Geschmack. Jetzt haben wir die Zwiebel da drinnen. Die übergießen wir jetzt komplett mit Wasser. Also da ist auch kein Problem, wenn es richtig viel Wasser ist. Wir reduzieren das dann noch. Das lassen wir jetzt köcheln. Für eine lange Zeit, also das reden wir auch wieder von 1-2 Stunden. Das Gericht braucht einfach Zeit. Was wir an Zutaten sparen, braucht man noch in der Zeit. Da geht es um viel Reduktion, Geschmäcker rausfiltern und halt die haben wir da jetzt. Sud aufstellen, wir geben ein bisschen Salz dazu, halt Lauch ein bisschen aus. Zieht uns den Geschmack, also halt ist allgemein beim Kochen wichtig, mit denen von der ersten Sekunde an salzen, weil Salz einfach auslaugen tut. Und wenn man das im Hinterher tut, dann ja, schmecken Gerichte oft leider noch Salz, zu salzig. Und wenn man das von Anfang an dazu gibt, dann tut Salz eher einen Geschmack hervorheben und unterstützen. So, unser Zwiebelsud hat jetzt ca. 1,5 Stunden, 2 Stunden gekocht. Ich habe allen fort so wieder mit Wasser aufgegossen. Wir können jetzt dann abseihen. Wir nehmen es einfach in den Topf und das Seicher. Und schütteln das. Außer. So kann man auch gerne mit einem Löffel ausdrücken, dass die ganze Flüssigkeit rausgeht. Wie gesagt, wir reduzieren das dann noch und alles, was wir länger reduzieren können, ergibt einfach danach mehr Geschmack. So, wir stellen das wieder auf dem Herd auf und reduzieren das jetzt einfach. So, jetzt hat unser Zwiebelsud reduziert, bis er wirklich eine kräftige, intensive Farbe hat. Da reden wir von einem ganz dunklen Braun. Wir haben das Ganze ein bisschen Salz dazu ergeben, was jetzt den Geschmack ein bisschen unterstützt hat. Jetzt haben wir es wirklich fast karamellig. Wir lassen es jetzt ein bisschen kochen noch, um da jetzt ein bisschen Frische reinzubringen. Arbeiten wir mit Zitronenschale, Sauerrahm und dann
in dem ganzen Sud einfach ein bisschen Volumen zu geben, tun wir noch ein bisschen kalte Butter rein. Genau. Ein bisschen Sauerrahm dazu für die Frische. Wir arbeiten mit Zitronensaft und Zitronenschale. Und ganz zum Schluss montieren wir jetzt noch kalte Butter rein, damit es schön schäumt, weil also da ist auch die Temperatur von Butter wichtig. Da nicht mit Raumtemperatur verwenden die Butter, sondern er muss wirklich eiskalt sein. Weil er gibt den Effekt danach, dass der Sud schön schaumig bleibt. Genau. Ich sag, für die Leute daheim ist es jetzt viel Butter. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein Gericht, was man alltäglich macht. Das ist ein besonderes Gericht. Das braucht ein bisschen eine Unterstützung durchs Fett, damit wir da den Geschmack von dem Sud richtig hervorheben können. Und Fett tut halt einfach auch Geschmack hervorheben. Deswegen, man muss nicht jeden Tag so viel Fett verwenden oder Butter verwenden. Weil so ein Gericht darf man jetzt einmal hin und wieder. Und deswegen darf man nur auch nicht erschrecken, wenn wir jetzt ein bisschen viel Butter nehmen. So, weil wenn man es schaut, wenn das Verhältnis zwischen Wasser und Fett stimmt, dann schäumt es richtig schön. Wenn der Schaum gleich zusammenfällt, dann ist wahrscheinlich zu viel Fett drinnen. Es kann mit ein bisschen Sud oder mit einem Schlickel Wasser nachhelfen. Dann nochmal nachmixen und einfach auf die Temperatur achten. Also, wenn die Flüssigkeit gekocht hat, dann wird eigentlich auch nicht stehen bleiben, der Schaum, sondern ca. bei 70, 80 Grad faltet sich das am besten. Einfach nicht so viel mit Hitze arbeiten, dann tut man sich da leicht. Perfekt, dann haben wir auch schon fertig. Wir haben jetzt ein paar Sachen im Garten schon gesammelt, dann ein paar, eben, wie gesagt, wie wir vorher darüber gesprochen haben, ein paar rote Beetespitzen von den Blättern. Wir nehmen ein bisschen Karottengrün mit und da oben wachsen ein paar Kerbelblüten. Dass wir das ein bisschen was Weißes und ein bisschen Farbe gekriegt haben, nehmen wir Salano mit. Ein Salat aus reinem Karottengrün schmeckt jetzt sicher nicht so toll, aber wenn ich jetzt einen Karottensalat mache und das mit einem Verfeiner oder ein Gericht dann, wo sowas dabei ist eben, dann ist das eine tolle Ergänzung bei gewissen Sachen. Genauso wie man im Hintergrund sieht, nur mal Fenchelgrün kann man super verwenden oder einmal von einem Kohlrabi, das Blattl. Also kein Mensch sagt, dass das ein Abfallprodukt sein muss. Zum Unrechten haben wir jetzt eine kleine tiefe Schale ausgewählt, weil es ja, sag ich mal, ein Gericht ist, was man mit dem Löffel isst. Viel Geschmack muss man mit dem Löffel zu sich nehmen, finde ich eben, wie bei einem Risotto auch. Wir nehmen uns die rote Beete aus dem Saft, schneiden den Spagat auf, den ist ein bisschen auf Seite, dann kann man das nur mal dalten. Da sieht man die ganzen vielen Schnitte drinnen. Das ist dann noch für den Mund da, im Mund drin auch ganz interessant danach. Legen uns das da ein bisschen in die Mitte vom Teller. Bedecken das mit dem Crumble, also dort da braucht man ja nicht sparen. Das ist eben gut. Die guten Sachen braucht man überhaupt nicht sparen. Den Sud machen wir nochmal ganz kurz warm. Wenn der Sud kurz vor dem Kochen ist, nehmen wir wieder beiseite, schalten den Herd aus. Also wichtig ist, dass der Sud eben nicht zu warm ist, dass wir einen schönen Schaum machen können. Schäumen das einmal auf. Wie gesagt, auch mit dem Schaum müssen wir nicht sparen. Man darf wirklich das ganze Gericht ein bisschen im Sud drinnen verschwinden. Und ganz zum Schluss eben ein bisschen für die Frische in den Sprossenkräutersalat obendrauf. So, ich hoffe, euch gefällt es und ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen.
Jetzt sind wir hier beim Georg, am Radnockerhof, und gehen in der Mühle, wo ich meine Mehle beziehe. So, ich habe schon etwas gerichtet hier. Super. Da habe ich einen Hartweizen. Das ist jetzt der Hartweizen, den wir noch nicht so viele Jahre lang umbauen. Mhm. Wir bauen den ja schon, weil die Nachfrage gekommen ist. Ja. Und der eignet sich eigentlich, die Kerne sind ganz schön. Ja. Der eignet sich eigentlich besonders für Nudeln. Mhm. Natürlich kann man auch Brot backen oder beimischen. Leih mit Hartweizen ist nicht gut für Nudeln, geht's auch schon. Ja. Die Industriemühlen, die Kerne aufwärmen auf 30, 35 Grad, dann stirbt der Keimling an und dann ist das unbegrenzt haltbar. Mhm. Das bedient zum Ende. Nicht so. Deswegen muss man das allem frisch wohlen und frisch verwenden. So, dann schütten wir jetzt auch und nach 6 Stunden jetzt das Mehl rauskippen. Ja, gern. So, Ingrid, siehst du? Das ist jetzt Hartweizenmehl. Und wie du siehst, ist das ziemlich dunkel und gelblich. Das hat eine gelbliche Farbe. Aber da oben wir noch nicht alles. Wir müssen die Grist da noch fünfmal durchlassen und jedes Mal bei der Stunde einen Millimeter zugetan, damit wir das ganze Mehl rausholen. Heint in Gustelier bereiten wir den Nudeltag vor. Nehmen wir Hartweizenmehl von Radnockerhof. Er baut selber die Getreidesorten um. Weizenmehl. 2 Eier. 2 Eier. Und die Fichtenpasta. Die Fichtenpasta mache ich aus Fichtensprossen und Olivenmehl und tue sie ganz fein berühren. So circa 2 Löffel voll. Das hängt allem ab, wie ist es mit kräftiger oder heller. Und jetzt sehen wir es schön kneten. In der Schüssel mache ich es, weil es einfacher geht. Und ich bin der Meinung, dass man sich nicht so viel Dreck macht. Bald der Tag die richtige Konsistenz hat, dann können wir es auf den Arbeitstisch geben. So, die Masse ist jetzt fest. Dann gebe ich sie auf den Arbeitstisch und knete sie, bis sie homogen ist. Man sieht, dass die Fichtensprossen drinnen sein. Das ist ganz wichtig. Auch wenn man sie noch isst, hat man das Waldgefühl. So, und jetzt werden wir es eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. So, jetzt sind wir bei meinem Onkel da, beim Widumhof, und gehen die Mortadella holen, was sie für mein Gericht brauche. Und normalerweise benutze ich viele Produkte, die mein Onkel vorbereitet. So, jetzt gehen wir. Wie du weißt, Ingrid, die Mortadella ist eine Spezialität aus dem oberen Landstal. Das ist eigentlich ganz ein altes Gericht, was man eigentlich früher ganz viel gemacht hat. Durch den, dass man früher wenig Darm zur Verwendung gehabt hat, dann ist man eigentlich auf den Weg gekommen, den runden Knödel zu machen. Und zwar ist das sehr gut haltbar. Da kann man auch irgendwo arbeiten und trocknen lassen, die halten auch für den Sommer gut über. Gell? Wichtig ist, dass die außen allem gut geschlossen sind und dass das Braten innen ganz schön rot ist. Hergestellt wird sie mit Schweinefleisch und Rindfleisch. Mhm. Und dann tun wir Salz und Pfeffer
und dann Weißwein und ein bisschen Knoblauch kommt rein, sonst eigentlich gar nichts. Da gehört sonst nichts rein. Typisch ist auch vielleicht, viele machen das auch ohne Rindfleisch, kann man es auch gut machen. Aber mit Rindfleisch kommt hier ist einfach der Geschmack ein bisschen intensiver. Wir haben deswegen auch eine schönere Farbe im Fleisch. Für mich ist es nicht weit zu gehen. Mit dem Haus von der Haustür bin ich schon auf der Wiese. Und das gibt mir Kraft und neue Ideen. Ich fange an zu pflücken, Löwen, Samen, Brennnessel, wo sie halt finde. Und dann kann ich schon denken, ah, heute mache ich mal Knödel, heute mache ich mal Nudel oder Spinat, ganz einfach. Und das Außen, das Spazierengehen in der Wiese und die Kräuter selber pflücken, das hilft mir auch, neue Energie zu tanken. So, jetzt muss ich mich gleich beeilen, weil man sieht, dass der Leben anfängt, ein bisschen Luft zu lassen. Und das muss in der Küche. Danke. Wir haben jetzt die Mortadella mit der Aufschnittmaschine, so circa, ich würde sagen, 1,5–2 mm dick geschnitten. So, das ist das Ergebnis. Und jetzt geben wir sie auf dem Backblech und garen sie für eine Stunde auf 80 Grad circa in den Ofen. Man sieht, wenn sie knusprig sind, ist es soweit. So, viel Spaß. Und nun schneiden wir die Mortadella in kleine Würfel für unsere Fülle. So. So. Und geben wir sie in eine Schüssel. Und nun bereiten wir die Fülle für unsere Cappelletti vor. Nehmen wir eine Schüssel, den Frischkäse aus dem Radnockerhof, und mit einer Gabel zerkleinern wir den. Sobald alles so schön homogen ist, geben wir ein bisschen Bertram. Bertram ist ein Gewürz nach Hildegard von Bingen. Das nehmen wir in der Küche anstatt den Pfeffer. So. Und rühren. So. Und die Fülle ist bereit. Jetzt füllen wir die Fülle in unseren Spritzsack. So. So. Jetzt bereiten wir die Tintingrana-Creme. Da haben wir Sahne, Milch, Bertram, Salz und ein bisschen Muskat. Das kochen wir jetzt, das kochen wir auf und geben den Grana dazu. So. Das kochen wir auf und schauen, dass die Creme schön homogen ist. Und sobald sie kocht, nehmen wir sie vom Herd und stellen sie auf Seite und warten einen Moment, dass sie so circa 70 Grad hat, weil sonst wird das Eigelb flockig und sei will man ja nicht. So. So, und jetzt nehmen wir das Eigelb. Und die Trentingrana Fondue, da ist fertig. Mein
Mein Ziel ist es, den Gast die Geschichte des Gebiets wieder zu spiegeln in meine Teller. Und ich möchte, dass es in Erinnerung bleibt. Und es ist wichtig, dass der Gast sich wohlfühlt und dass er an Nonsberg ein bisschen mit nach Hause nimmt. Ich bin in Trentino aufgewachsen und bin in Trentino in der Schule gegangen, dann besucht. Und dann bin ich nach Meran. Und deswegen habe ich meinen Dialekt, weil Ingrid hat seinen Dialekt. Und Ingrid möchte, dass Trentino einfließt in meiner Küche, wie zum Beispiel Trentingrana, wie zum Beispiel der Puzzone di Moena, wie zum Beispiel La Mortandella, was mein Onkel auch macht, wie wir heute gesehen haben, oder zum Beispiel Lucanica. Das sind alles Gerichte, Speisen, die ich mit einbefließe in meiner Küche, da wir auf einer Brücke sein zum Trentino. Es ist spannend und auch gleichzeitig eine Herausforderung, mit Familienmitgliedern zu arbeiten. Bei uns funktioniert es auch gut, weil wir auch bestimmte Rollen in unserem Betrieb haben. Ich beschäftige mich mehr um das Thema Marketing, um die Gästebetreuung und versuche die Erlebnisse, die außerhalb vom Haus sein, auch dem Gast zu bieten und begleite auch die Gäste. Meine Schwester hat seit 2017 die Federführung in der Küche übernommen und leitet die Küche und ist mit viel Enthusiasmus und Freude auch eingestiegen und versucht, die Leichtigkeit der Kräuter, die Themen des Waldes und auch die Produkte von unserem Gebiet zu vermitteln. Und jetzt bereiten wir die Cappelletti. Jetzt hole ich Nudeltag. So, der hat schön geröstet. Gib ein bisschen Mehl da drauf. Kneten wir mal durch. So. Und schneide ein Brickele weg. Gib noch ein bisschen, wenn es braucht, ein bisschen Mehl drauf. So, wir fangen von der ersten Gräson und gehen circa bis auf Nummer 5 bei meiner Maschine. Das werden so circa 2 mm dicke haben. So. Und jetzt fahren wir unsere Cappelletti. So, wir haben einen runden Ausstecher und mit dem fahren wir unsere Cappelletti. So. Nehmen wir unsere Frischkäsefülle. Eine Mortandella-Würfel. Machen den Tagerwein aus. Man kann da Wasser hernehmen oder ein Salbei-Weiß übrig, man nimmt Salbei-Weiß. Formen unsere Cappelletti. Einmal. Zweimal. Und dreimal. So halbieren, dass es ein Halbmond wird, so wie ein Schlutzer. Und dann gehen wir am Punkt in die Mitte und schließen es hinten. Ziehen es hinten zu.
So, jetzt geben wir Wasser rüber. Das Wasser kocht und jetzt geben wir ein bisschen Salz rein. In der Zwischenzeit nehmen wir einen Topf und geben in den Topf ein bisschen Butter, rohe Butter. Der kommt auch auf so einen Nackerhof. So. Und geben unsere Cappelletti in Wasser. So circa 3 Minuten, dass sie al dente gekocht sein. So, unsere Butter geht inzwischen. Ein bisschen Würze gebe ich in den Teller mit Galgant. Das ist von der Familie von Ingwer. Und lassen wir die Butter schön schmelzen. Jetzt sind die Cappelletti fast gekocht. Die Butter ist auch fast geschmolzen, sodass der Butter den ganzen Geschmack von Galgant nimmt. Und geben die Cappelletti in die Butter rein. So, und jetzt sind wir soweit zum Anrichten. Unsere Tendingana Fonduta geben wir in der Mitte vom Teller. Wir können schön großzügig sein. So. Dann nehmen wir unsere Cappelletti. Mal und dreimal. Unsere Brennnessel und unsere Löwenzahn geben wir auch frisch. Das sind alles Spitzen, sehr wichtig. Und ein bisschen Brennnessel in der Mitte. Und nun hole ich unsere Mortandella-Chips. Jetzt geben wir noch Löwenzahnblüte drauf, ein bisschen Farbe und ein paar Veilchen, die sie im Wald selber am Rand des Waldes geholt haben. Das Gericht ist jetzt fertig. Viel Spaß beim Nachkochen!